Du bist Protestant? Nein, ich bin Saarländer. Unser Ziel heute, Raimund, ist unter anderem ein paar Apfelweine durchzuprobieren. Und du musst jetzt mal nachziehen, sonst kriege ich dein Glas nicht neu gefüllt. Ich glaube ja an die Wiederauferstehung Jesu tausendmal mehr als daran, dass ich hier gerade mit dir auf diesen beiden Sesseln rumsitze. Aber das ist, wie gesagt, auch ein weites Feld. Man guckt so, wie die Symptome sind und merkt, dass die Protestanten Kriegsreiber sind, schon immer waren. Aber lassen wir das mal. Literatur als letzte Wort auf dem Surkamp-Blog, bitte, oder? Raimund, es ist wieder Montag. Zunächst machen wir das Wichtigste. Ein Schoppen. Wir werden heute aber nicht nur einen Schoppen trinken. Wir werden heute ein paar Schoppen trinken. Wir sind nämlich heute in Frankfurt in der Brückenstraße 21 in einer Apfelweinhandlung. Der Apfelweinhandlung von Jens Becker. Mal Prost. Prost, ja. Wir werden uns heute ein bisschen durch die Apfelweinlandschaft probieren. Das ist der Streuobstwiesen, den der Jens Becker selbst macht, mit Äpfel, die woher kommen? Die kommen von den Mainauen zwischen Rumpenheim und Bürgel. Gemarkung Offenbach. Gib ein Thema. Na, wir müssen ja wohl, da wir kritisiert werden, dass wir nicht zum Thema sprechen, also Gott und die Welt, haben wir nun jetzt die Chance, entweder mit der Welt anzufangen, das wäre dann vielleicht der Apfelwein, oder mit Gott. Tja, der liebe Gott, wie sollen wir das Thema jetzt aufdröseln? Du bist Protestant? Nein, ich bin Saarländer. Saarländer war bis vor 10 Jahren 99,99% katholisch. Warst du Ministrant oder sowas? Ja, ja, kurzfristig. Und auch Fahrbriefaufträger, okay. Samstagnachmittag. Ja, also mir blieb da ja viel erspart, was die katholische Kirche angeht. Ich bin getauft und nur getauft. Ich habe als Jugendlicher natürlich viele Diskussionen auch innerhalb der Familie geführt. Und ich war mit 13, 14, 15 Jahren, 16 Jahren ein sehr starker Solipsist. Auch wenn ich damals von Philosophie noch gar keine Ahnung hatte, lag mir aber doch der Gedanke immer sehr nahe, dass ich eigentlich nicht wissen kann, was draußen ist, sondern die Welt möglicherweise auf eine Art von Einbildung beruht, die ich mir selbst machen könnte. Das war so ein Grundgedanke von mir, und der Religion gegenüber konntest du damals ja sehr, sehr einfach argumentieren. Wo ist denn der Gott? Zeig ihn mir, hast du ihn gesehen? Wie hat er gewirkt in der Welt? Ich sehe nichts, ist doch alles bloße Behauptung. In meinem Philosophiestudium habe ich mich dann mit gewissen Fragen, auch Daseinsfragen, beschäftigt. Philosophie ist etwas, was mit der Zeit wurde es für mich etwas, was dauernd Umwege machen muss für Dinge, die man sehr, sehr einfach, viel einfacher beschreiben könnte. Also ich bin in Frankfurt beim Philosophen, ich war nie Habermas, hat mich überhaupt nie interessiert, das ganze Thema. Ich war immer Apelianer. Letzte Begründung. Ja, das kann ist, tu nicht so kritisch. Lass mal entwickeln. Der Apel hat bei mir irgendwas abgedeckt, was in mir auch angelegt war. Die Suche nach einer Letztbegründung ist bei ihm ja in gewisser Weise etwas, er hat ja ein System sich zusammengebaut, was fast ein perfekter Kreisschluss ist. Ich kann Sätze sinnvoll nur dann sagen, wenn ich einen Wahrheitsanspruch habe. Wenn ich diesen Wahrheitsanspruch aufgebe, ist alles, was ich sage, sinnlos. Weil wenn ich nämlich sage, alles, was ich sage, ist sinnlos, dann trage ich trotzdem diesen Wahrheitsanspruch weiter, nämlich durch diesen Satz selbst. Sonst gerate ich in den performativen Selbstwiderspruch. Er hat zwar jetzt nichts transzendental Metaphysisches aufgebaut, irgendeine Institution, die dir Wahrheit verbirgt und Wahrheit spendet und so weiter, aber er hat ein System erfunden, in dem sozusagen Wahrheit durch sich selbst erzeugt wird. Mir ist irgendwann klar geworden, dass, was ich in der Philosophie erlebt habe, waren oftmals für mich selbst große sprachliche Umwege. Ich konnte mir meine eigene Lebensfähigkeiten, auch sprachliche Lebensfähigkeit,
mit der Zeit viel besser, also mir selbst geben, dadurch, dass ich mir gesagt habe, gib mal auch ein bisschen den Widerstand gegen Glaubenssprache auf. In dem Augenblick, wo du das Wort Gott in der Sprache zulässt, ist dir plötzlich sehr viel möglich. Und mehr noch, so viel Wittgenstein war dann bei mir auch da, da es dieses Wort gibt, ist es auch zu benutzen. Wenn ich dieses Wort ausschließe aus meiner Sprache, obwohl das vorhanden ist, weiß ich gar nicht, welche weitreichenden Konsequenzen das hat. So, und dann habe ich damals für mich angefangen, so ein bisschen Training in Glaubenssprache zu machen. Ich habe geguckt, wie gehe ich denn mit solchen Worten wie Gott um? Das wurde später dann im Umgang immer virtuoser, sodass ich ja inzwischen auch mit einem solchen Skandalon wie der Kreuzigung und der Wiederauferstehung keinerlei Probleme habe. Das setze ich ja inzwischen auch voraus als das Einfachste und Glaubwürdigste auf der Welt. Ich glaube ja an die Wiederauferstehung Jesu tausendmal mehr als daran, dass ich hier gerade mit dir auf diesen beiden Sesseln rumsitze. Aber das ist, wie gesagt, auch ein weites Feld. Und so kam das mit der Zeit, dass ich überhaupt gar keine Probleme hatte, später dann mich als glaubenden Menschen zu bezeichnen. Ich saß gestern im Zug von Hamburg hierher, ja. Da gab es die Welt am Sonntag und es gab die Frankfurter Allgemeine am Sonntag. Ich habe die nur so durchgeblättert. Ich blätter das nur noch so durch und gucke, ach, was ist jetzt gerade Thema? Die Artikel brauchst du ja gar nicht mehr lesen. Ja, heute Morgen habe ich den gelesen, um mich vorzubereiten, hier drauf. Ging es nämlich zum Beispiel über Gott. Da gibt es ja die These Assmann-Sloterdijk, dass die Gewalt, die jetzt kommt, vor allem momentan muslimisch, aber beruht auf den drei monotheistischen Religionen. Nur wenn man einen Gott hat und nur derjenige, der sagt, wahr oder falsch, dann so die These von Assmann und Sloterdijk. Der Herr Huber heute ist souverän darüber hinweggegangen und sagt, na ja, natürlich sind wir alle Pazifisten, aber es gilt natürlich das Gebot, du darfst nicht töten, aber es gilt auch das Gebot, hat ein neues Gebot auf du darfst dich nicht töten lassen. Aber reden wir nicht über Aufklärung. Raimund, du ärgerst dich immer so, deshalb auch so viel, weil du so viel Zeitung liest. Wenn du nicht mehr Zeitung liest, wirst du dich auch nicht mehr so viel ärgern über Verschiedenes. Nein, Zeitungslesen ist ja auch symptomatisch. Man guckt so, wie die Symptome sind und merkt, dass die Protestanten Kriegsreiber sind, schon immer waren. Aber lassen wir das mal. Religion ist etwas je Verschiedenes. Damit meine ich nicht, dass Religionen je verschieden sind. Das sind sie natürlich auch. Aber Religion kann auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Auf einer sehr, sehr, sehr persönlich durchdachten, philosophisch-hermeneutischen Ebene. Aber Religion kann auch als reine Gruppenzugehörigkeit funktionieren. Ja. Wie tief du in der religiösen Materie jeweils drin bist, selbst das zeigt noch nicht mal, welcher Charakter deine Religion hat. In dem Augenblick, wo Religion als Gruppenzugehörigkeit für Leute nicht in Frage kommt, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, dann nehmen sie irgendwas anderes. Zum gegenseitig die Köpfe einschlagen kann es verschiedene Sachen nehmen, auch Fußball. Du kannst, wenn du dir die Fankurve bei der Eintracht anschaust, kannst du auch unterscheiden zwischen Leuten, denen das Geschehen auf dem Feld und im Präsidium ziemlich wichtig ist, die das nachverfolgen. Und du kannst auch die sehen, für die die Gruppenzugehörigkeit wichtig ist, weil für deren psychische Disposition ganz wichtig ist, zu etwas dazugehören, zuzugehören und auf der anderen Seite andere zu haben, die nicht dazugehören. Das brauchen viele Leute, aber das hat mit dem, was für mich selbst, meine Religion ist, überhaupt nichts zu tun. Ich neige nicht zu dieser Gruppenangehörigkeit. Deshalb ist es mir auch ja immer rotzegal, welcher Religion andere Leute angehören. Es ist bei mir ja sogar so weit, dass ich schon seit langer Zeit so weit, dass ich, selbst wenn mir jemand sagt, er sei katholisch, im jesuanischen Glauben und so weiter, ich gucke mir diese Person eine Zeit lang an und entscheide dann für mich, ob der glaubt oder nicht. Es behaupten viele Leute zu glauben, über die ich sage, die glauben überhaupt nicht. Und ich kenne viele Leute, die weit von sich weisen, irgendwas mit Religion zu tun zu haben, die tiefgläubig sind. Ja, dann müsste ich natürlich jetzt den Lektor raushängen lassen und sagen, aha, Andreas Mayer, eine neue Andreas Mayer personifiziert die These von Ulrich Beck des individualen Gottes, aber lassen wir. Nein, das war eher eine Strukturanalyse eben, wie wir funktionieren. Ja, Beck macht das ja ähnlich, aber dann müssen wir auch zurückgehen und sagen, Apel und Habermas sind so weit auch nicht auseinander. Apel, transzendenter Pragmatismus,
So nennt er sich Letztbegründung. Habermas natürlich verwendet keine Letztbegründung mehr, aber die Sprechakteure und die kontrafaktischen Annahmen sind auch eine Letztbegründung. Nur mit anderen Mitteln. Das Ziel ist dasselbe. Aber lassen wir das. Unser Ziel heute, Raimund, ist unter anderem ein paar Apfelweine durchzuprobieren. Und du musst jetzt mal nachziehen, sonst kriege ich dein Glas nicht neu gefüllt. Ja gut, aber ich muss noch mal, sagen, auch zu den Zeitungen, man muss, das war für mich immer ein Leitbild, egal jetzt in welchem Medium, Zeitung muss man lesen, das geht gar nicht. Für mich war zeitlang Urlaub bestand darin, 5, 6 Zeitungen lesen zu können. Morgen zwischen 9 und 8. Zu können, zu dürfen. Zu dürfen. Ja, ja, ich und weiß, momentan, du hast ja neulich erzählt, was dein erstes Wort nach dem Schlaganfall war. Le Monde, du wolltest Le Monde lesen. Ja, das lassen wir, ja. Nein, und im Zug, wenn ich da Berlin-Frankfurt pendle, habe ich ja, gut 5 Zeitungen. Also 4,5. Die eine, die darf ich jetzt nicht erwähnen, die ist so grottenschlecht. Die hat man nach 2... Ich meine nicht Bild-Zeitung, die ist so rot, ganz schnell durch. Die anderen brauchen schon ein bisschen länger, ja. Also, du kannst viel lernen, zum Beispiel, wenn aus Zeitung. Rückkehr zum Apfelwein. Das ist der Flaschenapfelwein von Jens. Ja. Der auf Flasche gezogen bedeutet, er ist filtriert. Ein Apfelwein, der filtriert wird, verliert dadurch schon, ich würde mal sagen, um die 20-30% seiner Geschmacksfähigkeit. Deshalb musst du einen recht kräftigen Schoppen hinbringen, der sozusagen etwas übertrieben, das klingt negativ, so meine ich das gar nicht, der sozusagen 130% hat, damit anschließend 100% in der Flasche übrig bleiben können. Was bei der Flasche unglaublich gut gelungen ist, weil eine solche Lebendigkeit von einem Flaschenapfelwein trinke ich ganz, ganz selten. Du siehst schon, die Farbe ist ganz anders. Er ist natürlich wesentlich klarer durch die Filtration. Und du kannst sie jetzt sozusagen rückverkosten. Jens, auf dich. Ja, was da für eine Frucht rauskommt. Aber sind das jetzt ausgesuchtere Äpfel? Hast du da bestimmte Sorten mit Absicht reingebracht? Also insgesamt sind 8 Sorten drin, 3 ohne Namen, weil die Pomologen auch nicht so hundertprozentig mehr zuordnen wollten. Neben den 3 ist drin ein Bohnenapfel, ein Boskop, ein Kaiser Wilhelm und eine rote Sternrenette. Diese 7 werden schon gemeinsam gekeltert wie ein traditioneller Apfelwein, auch durchgegoren, bis die Hefen den Zucker weitestgehend in Alkohol umgewandelt haben. Aber die 8. Sorte, die Goldparmene, ist auch eigentlich eher ein alter Tafelapfel, hier heimischer. Leider mittlerweile nicht mehr so bekannt. Ein hervorragender Apfel, aber den haben wir separat auf der Maische vergoren. Zurück in eine Struktur, wie machen wir weiter? Wir sind immer noch bei Gott. Eine Religion im Sinne von Dogmata festzuschreiben, das muss so sein, sonst wäre es keine Religion. Ja. Aber das ist auch immer wieder etwas, was mit einem hermeneutischen Prozess mindestens zu begleiten ist, damit man überhaupt auch versteht, was ein Dogma jeweils ist. Ein Dogma, das kommt von Dokein, das ist eine Lehrmeinung, die man auch immer so darstellen kann, dass es in gewissen Jahrhunderten den führenden Köpfen schien, dass folgende Leitsätze richtig sind. Das muss man, also diese historische Perspektive muss man natürlich auch bei Dogmata immer mitdenken, und jedes Dogma, ich will kein einziges verteidigen, aber jedes Dogma muss immer ausgelegt, mit der Jetztzeit bedacht und in sie hineinverlegt werden, damit überhaupt verständlich wird, warum ein solches existiert. Sonst wäre es ja dieses unlebendige, ganze, im hegelianischen Sinne, tote, abgelegte, das an sich dann natürlich brandgefährlich ist. In gewisser Weise habe ich früher auch manchmal in meinen Büchern sowas geschrieben. Ein Satz, der bei mir früher immer vorkam, war: Wahrheit hat keine Sprache, Wahrheit findet nur im Augenblick statt. In dem Augenblick, wo du Wahrheit beginnst zu wiederholen, wird sie schon immer unwahrer. Das ist natürlich banal, das kennt jeder Mensch. Und wenn du an dieser Wahrheit, die immer unwahrer wird, festhältst, wird am Ende etwas draus, das wirklich sehr, sehr gefährlich werden könnte. Weil du am Ende diesen einen Satz unter die Menschheit bringst, in einem völlig
falschen Sinn und mit dem Gewicht einer bereits völlig falschen Person, zu der du geworden bist. Und das wird dann Dogma und Demagogie werden und das wird dann ganz übel werden. Aber du willst nicht Epiphanien zum letzten wahrheitsgebenden Moment machen, oder? Weil es klang so, Epiphanie, Augenerleuchtung und dann Wahrheit und dann ist der nächste Moment schon weg. Das kann ja auch nicht sein, oder? Was bei dir ungesagt zugrunde liegt, ist ein Gedanke, Wahrheit als etwas Festschreibbares. Wie hätte eine festschreibbare Wahrheit auszusehen und wozu sollte eine Wahrheit festgeschrieben werden? Was hat es mit einer Wahrheit zu tun, wenn du vor jemandem stehst und du weißt, du stößt ihm jetzt nicht das Messer zwischen die Rippen? Ist das eine festschreibbare Wahrheit? Aber du weißt, dass es richtig ist. Aber ist es eine festschreibbare Wahrheit? Nochmal die Frage, wozu Wahrheiten, die festgeschrieben werden sollen? Also das ist ein Thema, über das man sich eigentlich mal grundlegend Gedanken machen müsste. Festgeschriebene Wahrheiten führen anschließend wieder zu Parteizugehörigkeit. Du kannst festgeschriebene Wahrheiten abprüfen in einem Prüfungskanon. Das ist ein heißes Gebiet. Aber Herr Schriftsteller, Sie schreiben doch, oder? Auch festschreiben. Jeder Satz ist eine Festschreibung, Herr Dr. Meyer, Beruf Schriftsteller. Nein, so sehe ich das nicht. Und ich glaube auch, dass viele andere Suhrkamp-Autoren, selbst unser geliebter Thomas Bernhard, das so nicht gesehen hat, sondern Schreiben ist auch immer ein Gespräch mit sich selbst. Und wenn du in einem Gespräch bleibst, bleibst du beweglich und bleibst du auch im guten Sinne wahrheitsorientiert. Wahrheit in deinem Sinne kann doch eigentlich nur in dem Augenblick stattfinden, wenn das Gespräch abgebrochen wird, beendet wird, wenn ein Ergebnis festgeschrieben wird. Nein, das kann ja ständig modelliert werden, die Wahrheit. Das ist ja nicht, so trottelig bin ich ja nicht, dass ich meine Wahrheit steht ein für allemal fest. Und dann wären wir schon recht nah an dem hermeneutisch immer wieder auszulegenden Dogma. Damit könnte ich schon besser leben. Aber Dogma ist, das zählt ja nicht so weit, kann ja keine sein, weil gerade das, aber bringt nichts. Aber Gespräch mit sich selbst schreiben? Ja. Nicht mit dem anderen, mit sich selber, als anderer oder wie, als generalisierte anderer. Ich habe vorhin gesagt, dass ich von 13 bis 15 bis 16 ein ganz arger Solipsist war. Ja. Also ein Gespräch mit anderen zu führen, der Gedanke stimmt für mich rein phänomenologisch noch nicht, weil ich ja als Zwischeninstanz immer dabei sein muss. Dass ich muss alle meine Vorstellungen begleiten können, auch alles das, was ich erlebe, muss mein Ich begleiten können und begleitet mein Ich. Indem ich ein Selbstgespräch führe, führe ich natürlich ein Gespräch mit anderen. Aber ich kann kein Gespräch mit anderen führen, ohne ein Selbstgespräch zu führen. Sonst wäre es eine Diskussion, kein Buch. Ja, aber was du sagst, zumal wenn man in Rechnung stellt, dass Volker Bohn immer sagt, der schreibt ja immer nur über sich, oder die schreiben über sich, immer nur über sich, also über ich. Ach, jetzt, ich ahne, was dann du Dann würde es ahne. Natürlich, das zerfällt ja langsam in alles. Nee, pass acht, da fällt mir wirklich was dazu ein. Ich lese ja auch andere Autoren so, dass ich immer ein Selbstgespräch lese, auch wenn die das für sich gar nicht so sehen, möglicherweise. Andere Autoren, ich bin ja ein langweiliger Autor. Natürlich. Auch im guten Sinne. Ich bin ein Autor, der sich wenig in die Welt hinaus bewegt. Ich bin ein Autor, bei dem wenig so interessante Themen, Diskursthemen vorkommen. Und es gibt Prosa von anderen Leuten, die total spannend, bunt, reich ist, an anderen Orten spielt. Als Autor solltest du vielleicht ein bisschen mehr bei dir selbst bleiben und besser erkennen, was man tut. Aber wir sind ja umgeben von viel Lifestyle-Prosa. Das ist so. Das ist immer. Es ist im Augenblick so. Ich weiß nicht, ob der Satz stimmt. Vielleicht war das ja schon immer so. Keine Ahnung. Und ich habe mir halt immer für mich die ausgesucht, die doch sehr stark reduziert sind, die sehr stark im Gespräch mit sich selbst sind, wie der Wilhelm Raabe, wie der Peter Kurzeck zum Beispiel. Und klar, ich gehe auch in diese Richtung. Das macht mich für mich irgendwie schon auch wertvoller. Für andere macht es mich natürlich teilweise total bodenlos langweilig. Das weiß ich auch. Auch mal jetzt richtig theoretisch zu werden, in Anführungszeichen natürlich und auch ironisch gemeint. Es gibt doch einen Unterschied zwischen einem Ich, das mit sich redet, also Andreas Meyer oder das Schreiber-Ich mit dem Schreiber-Ich und einem Ich, das mit einem generalisierten anderen
Ja, aber das redet. Ist doch nur eine literarische Form dann. Nee, man kann. Das wäre die Aufzeichnung eines Gesprächs. Nee, wenn du sagst, ich lese alles als Gespräch, als Roman als Gespräch, dann muss es doch meiner Meinung nach, muss doch einen Unterschied geben zwischen einem Ich, das immer von sich ausgeht, und einem Ich, das zumindest behauptet, es sei mehr als ich. Es würde mehr Facetten haben, es hätte eine Meinung von, was weiß ich, nicht Fraktionen, aber was weiß ich, von der Menschheit bis zum Dorf. Gut, dann nennst du nicht Gespräch. Schreiben ist eine langsame Auseinandersetzung mit der Welt. Das heißt natürlich eine langsame Auseinandersetzung meiner eigenen Person damit, wie sie in der Welt steht und wie die Welt zu ihr kommen kann und kommt. Aber es ist immer eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Es kann keine Auseinandersetzung mit einem anderen sein. Thematisch kannst du dich natürlich mit viel beschäftigen. Aber Literatur, das sich selbst bilden im Schreiben, auch in der Kunst, in der anderen Kunst, ist immer erstmal der Umgang mit dir selbst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir switchen zu einem nächsten Apfelwein. Das nächste, was wir trinken, ist vom Andreas Schneider. Es gibt beim Jens hier im Laden sehr viel, sehr gute Apfelweine von verschiedenen Leuten, vom Nöll zum Beispiel, hinten von Weidmann und Groh. Andreas Schneider ist, muss ich schon sagen, wirklich meine persönliche Vorliebe von denen, die so ins Sortenreine reingehen. Er hat eigentlich, finde ich, die Szene ein bisschen, also richtig aufgemischt, als er aufgetreten ist. Das sind also so nah am Apfel, aber so frische und fruchtige Sachen, aber auch so mit so einer Feinheit habe ich vorher nicht gekannt hier aus der Gegend. Und wir trinken jetzt von ihm eine sortenreine Goldparmene vom Andreas Schneider. Danke, danke. Und du wirst sehen, dass wir uns in so eine bestimmte Richtung gerade begeben. Apfelmalzmäßig. Ja. Tja. Das ist süß. Ja. Richtig süß. Immer mehr Restsüße. Das habe ich noch nie. Der süßeste Apfelwein, den ich jemals getrunken habe. Ja. Das soll so sein. Das soll so sein. Ich meine, das Wichtigste bei mir in einem Buch ist immer das, was ich alles nicht schreiben konnte und was nicht funktioniert hat, weil ich dadurch das Buch immer erst finde. Es ist etwas, was natürlich in gewisser Weise vollkommen von mir kontrolliert ist. In gewisser anderen Weise ist es aber etwas, was immer vollkommen erstmal gefunden werden muss und keiner Weise meinem vorherigen Vorsatz entspricht. Ich hätte es auch oft gern anders, aber so habe ich in meinem Leben schon immer leben müssen und so funktioniert das Schreiben bei mir genauso. Also Vorsätze klappen nicht, das hat möglicherweise auch ein bisschen was Hegelianisches, nämlich im Vorsatz ist die Sache ja schon abgelegt, ist ja schon ein Unlebendiges geworden dadurch. Ja. Und Vorsätze vernichten bedeutet für mich immer, einen Text zum Leben zu bringen. Das ist jetzt kein poetologischer Vorsatz, aber ich kann nicht anders arbeiten. Ich habe über Jahrzehnte gefunden, dass es so ist und anders geht es nicht. Es wird bis zu meinem Lebensende leider nicht mehr anders werden. Ich würde mich auch wirklich gern jeden Morgen hinsetzen und hätte dann 5 Stunden produktive Arbeitszeit am Tisch. Ich würde auch gern langsamer schreiben können. Ich würde auch gern nicht so rauschhaft schreiben müssen, wie ich das immer tue. Das wollte ich gerade sagen. Ich arbeite mich ja gerade am Zustand eines 15-Jährigen ab, der sich verliebt hat. Mhm. Klingt jetzt erstmal etwas banal, das macht man normalerweise mit 15. Bei dem... Frage zum ersten oder zweiten oder dritten Mal. Zum ersten Mal so, dass etwas bei ihm geschieht. Mhm. Und der Erzähler, der ja älter ist und sich rückwirkend den damaligen Zustand anschaut, erkennt in der Retrospektive immer mehr Ähnlichkeiten zu religiösen Verrichtungen, die er in seiner Verliebtheit unternimmt. Ganz banales Beispiel. Die Familie schläft, aber er sitzt morgens um 3:30 bereits auf seinem Schreibtisch, guckt zum Fenster raus und wartet auf den Sonnenaufgang. Klingt erstmal nach banaler Verliebtheit, ist aber irgendwie auch das, was mein Münchner Freund Kostja, der bei mir in Literarischem Alexei heißt,
jeden Morgen in seinem Kloster macht, die Morgenwache. Mhm. Was anderes, der 15-Jährige damals, kaum war er verliebt, fing an, weniger zu essen, Askese. Mhm. Schlafentzug kommt natürlich dazu. In sein Zimmer kommen immer mehr gleichsam geweihte Gegenstände hinein, die alles was mit dieser Person zu tun haben. Aber später dann wird es ganz gefährlich. Als sie dann nämlich, und diese Szene habe ich noch nicht geschafft, ich habe das Mädel noch nicht nackt gekriegt, sage ich immer, irgendwann steht sie nackt vor ihm und später in seinem Leben wird ihm klar, was er im Grunde genommen damals gedacht hat, wie er vor diesem Mädchen stand. Er hat in diesem Augenblick gedacht, du bist Gott. Er wird das später angesichts verschiedener Frauen nochmal sagen. Du bist Gott, bezieht sich auf die Frau. Bezieht sich auf das, was er gerade vor sich sieht. Ja. Ja. Ein mehr als hochgefährlicher Satz natürlich, also der Tanz ums goldene Kalb. Es geht also in dem nächsten Buch nicht so sehr um Religion an sich, aber ich möchte natürlich vorbereiten, es ist so, später im Verlauf der Ortsumgehung wird es um solche Themen gehen. Die Schlussauseinandersetzung muss eine Glaubensauseinandersetzung sein in dem Buch. Aber in dem Erzähler und in seiner Vita muss etwas fundiert werden, was dem schon ähnlich ist, aber hochgefährlich ist. Also im Grunde genommen genau dasselbe, was im Volk Israel angelegt war. Einerseits die Hudelei, der Tanz ums goldene Kalb, und andererseits der Schritt, der irgendwann kommen muss, hin zu einer Ordnung und dieses Sakrale tatsächlich aus der Welt herausnehmen zu können und nicht in Einzelnes in diese Welt immer wieder hinein zu transportieren, wie beispielsweise in den Körper einer 15-Jährigen. Mhm. Also in die Richtung, wenn das so klappt, ich bin ja erst mittendrin, auch wenn es jetzt schon fürs Frühjahr angekündigt ist, in die Richtung könnte es gehen. Der Schaffensrausch kommt natürlich. Nach dem Apfelwein. Wir trinken, probieren es noch ein, aber sollen wir noch mal ein Thema anschneiden jetzt? Oder? Nein, ich wollte. Nein, das war das Schlusswort, dachte ich. Ach so, jetzt habe ich ins Schlusswort reingequatscht. Aber wir müssen noch eine Flasche auf den Tisch bringen jetzt. Ja, aber das können wir mit der Welt verbinden. Das ist doch von dieser Welt, oder? So viel zur Welt.